Es ist ein kreatives Handwerk. Und da gibt es einfach Dinge, wenn die einem bewusst sind, dann hilft das im Schreibprozess, das halt einfach ohne Umwege zu machen und vielleicht schon im Vorfeld zu wissen, was ist denn mein Ziel mit dem Song? Das ist etwas, was ich tatsächlich auch als meine Hauptaufgabe betrachte, wenn ich unterrichte, den Leuten zu diesen Themen, Dramaturgie, Songverlauf, das ist letztlich Architektur. Und ein Ja. Song, der nur statisch bleibt, das funktioniert nicht, sondern du musst irgendwie wirklich wissen, was für eine Art von Song ist das und was für ein Ziel hat dieser Song. Zum Thema Titel. Ich habe ja Folgendes gemacht. Ich habe von dir einfach mal so eine Liste mit ein paar Titeln, also nur die Titel. Erzähl. Ich will auf Folgendes hinaus. Wir haben ja vorhin zum Beispiel über Fehlerfrei geredet, den du für Helene Fischer getextet hast. Da ist es ja eigentlich auch so, man hat einen Titel, der macht einen neugierig, aber es ist nicht zwangsläufig jetzt direkt sofort klar, um was es geht. Aber dann gibt es ja einfach diese Titel, wie zum Beispiel Lieber tausend als eine Nacht. Im Grunde sollte sich ein Song oder ein Songtextinhalt mit einem Satz erklären lassen, der aber vielleicht auch nicht komplett eins zu eins mit der Titelzeile ist. Also lieber tausend als eine Nacht ist vom Inhalt, glaube ich, ziemlich klar. Also jemand sucht irgendwie mehr als einen One-Night-Stand, sondern der will irgendwie halt wirklich was Bleibendes. Die Figurenkonstellation und der Zeitpunkt, in dem das Ganze erzählt wird, die geht da jetzt noch nicht so ganz draus hervor, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Kennenlernen Song war und wo er möchte, der Sänger, dass die Angebetete ihn bloß nicht falsch einschätzt, wenn er sie jetzt bezirzt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Er trifft eine Frau, die er schon mit 19 kannte, als noch alle verrückt waren und so. Und Richtig, das war's. die hat ihren Style aber so ein bisschen beibehalten, so wie sie war. Und Richtig. er ist ihr aber wohl etwas mehr zugeneigt. Und die Rolle ist dann in dem Fall umgedreht quasi. Jetzt Sie muss man will den sich. One-Night-Stand und er sagt, Richtig. sorry. Ich bin Ja. jetzt der Typ für lieber tausend als eine Nacht. Genau. Richtig. Genau. War gar nicht so schlecht, merke ich gerade. Was ich auch ganz witzig fand, war hier Thomas Anders und Florian Silbereisen. Sie sagte doch, sie liebt mich. Natürlich hat mich das ein bisschen neugierig gemacht. Das Konzept ist ja da quasi, dass zwei Typen im Dialog sind, die offensichtlich von einer und derselben Frau etwas vorgespielt bekommen haben. Es ist eigentlich ein Duell, das sich am Schluss zum Duett entwickelt. Also diese Ja. beiden Kerle machen im Grunde genommen ihren Hahnenkampf nach dem Motto, ey, ich habe mich doch hier mit ihr verabredet, und die wissen offenbar voneinander, dass sie beide schon mal was mit ein und derselben Frau hatten und stoßen da jetzt aufeinander und sie hat offenbar, womöglich aus Versehen, sich mit beiden verabredet am gleichen Abend und die sind also ich meine irgendwie hier, du störst hier und verpiss dich, wenn die gleich kommt, dann ist das jetzt hier mein Abend mit ihr. Und im Video ist das sehr, sehr schön umgesetzt, dass sie dann am Schluss tatsächlich durch die Tür kommt. Und sie hat sich aber an diesem Abend weder mit Thomas Anders noch mit Florian Silbereisen verabredet, sondern mit Matthias Reim. Und ganz ehrlich, als ich diesen Videoclip gesehen habe, habe ich Tränen gelacht, weil da muss ja erstmal drauf kommen. Ich fand das absolut fantastisch. Das hatte beim Texten natürlich überhaupt noch keine. Da war ich nicht drin. Das hat sich, glaube ich, der Produzent ausgedacht, der Christian Geller. Aber das ist eben tatsächlich auch mal ganz außergewöhnlich, dass man mit den beiden jetzt dann ein Duett gemacht hat, was aber wirklich aus dem Sich-Ansingen besteht. Das meinte ich auch mit Songkonzept. Das ist übrigens ja auch ein Thema hier in deinem Buch, dieses Songfahrplan nennt ihr das. Du hast ja dieses Duell mit den zwei und dann kommt die Bridge. Also in einem Song hat ja die Bridge oftmals die Funktion, dass sie die Geschichte entweder aus einer anderen Perspektive oder löst was auf. Und dann nutzt du das ja quasi, um dann zu sagen, hey, es gibt auch noch einen dritten Typ. Ja, weil das hier ja wirklich ein Story-Song ist. Also hier geht es ja nicht um eine Atmosphäre oder um eine Emotion, die mit einem Songtext ausgeschmückt wird, sondern hier ist einfach eine ganz handfeste Story, die dem zugrunde liegt. Und eine Story braucht natürlich auch einen Verlauf und eine Pointe. Wir kennen ja den Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und da war irgendwie vollkommen klar, also die beiden, die müssen im Grunde genommen für ihren Hahnenkampf halt beide einen auf die Glocke kriegen. Weil wir, das Publikum, wir wollen die ja auch wieder mögen. In dem Moment, wo da irgendwie so, was machst du hier, Bro? In dem Moment, wo da einer von den beiden gewinnen würde, kippt der Song. Deshalb Ja, dürfen die an der ja. Stelle nur beide verlieren. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Über den ich noch nie nachgedacht habe, ehrlich gesagt, weil das war aus dem Bauch heraus geschrieben. Ich freue mich total, dass Ja. du, dass wir das hier gerade machen und dass du mich danach fragst, weil.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht und hat mich auch noch nie jemand gefragt. Ich liebe das. Songs analysieren und so darüber reden. Es ist ein kreatives Handwerk ja einfach. Und da gibt es einfach Dinge, wenn die einem bewusst sind, dann hilft das im Schreibprozess, das halt einfach ohne Umwege zu machen. Und vielleicht schon im Vorfeld zu wissen, was ist denn mein Ziel mit dem Song? Das ist etwas, was ich tatsächlich auch als meine Hauptaufgabe betrachte, wenn ich unterrichte den Leuten zu diesen Themen, Dramaturgie, Songverlauf, das ist letztlich Architektur. Und ein Song, der nur statisch bleibt, das funktioniert nicht, sondern du musst irgendwie wirklich wissen, was für eine Art von Song ist das und was für ein Ziel hat dieser Song. Und wenn du einfach nur bei der Studio-Session zur Melodie irgendwelche Wortfetzen jamst und in dem Moment, wo die sich gut anfühlen, weil du vielleicht auch ein guter Sänger bist. Wenn Leute das mit einem gewissen Charisma machen und mit einer geilen Stimme machen und dann fühlt sich das im Studioraum schon gut an. Das ist nicht zu unterschätzen, aber in vielen Fällen ist es halt auch überhaupt noch nicht das Potenzial eines Songtextes ausgeschöpft. Der Text ist wichtig. Also warum sollten Leute uns ihre Zeit widmen, wenn wir ihnen im Grunde genommen gar nichts wirklich zu erzählen haben? Es ist aber natürlich auch, weil du vorhin gesagt hast, das ist ja so erstaunlich, dass ich mich darauf so konzentriert habe. Ich habe mich im Grunde genommen gar nicht darauf konzentriert, sondern ich kann nur das. Also ich wollte immer Musik machen, aber ich kann halt nur Sprache. Sprache kann ich dafür, glaube ich, recht gut. Ich habe Germanistik studiert, ich habe Medienwissenschaft studiert, ich habe immer gerne irgendwie kreativ mit Sprache gearbeitet und so weiter. Das mache ich wirklich gerne. Aber zum Beispiel ein Musiker bin ich einfach nicht. Ich habe keine Studiotechnik und auch nicht die Geduld dafür und auch nicht das Handwerk. Ich kann 5 Akkorde auf der Gitarre, that's it. Und ein bisschen kann ich eben noch singen. Und das muss reichen. Und da wo es beim Songwriting irgendwann dann halt nicht mehr reicht, nämlich wenn es um Komposition geht und darum irgendwie Song, also ich kann mir auch mal eine Melodie ausdenken, aber irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo ich merke, ich bringe jede Melodie immer zum gleichen Ende. Ich habe da keine Skills. Dann brauche ich eben Leute, die haben. Und dafür bin ich halt derjenige, der andere Leute wieder unterrichten kann oder der mal einen Pressetext schreiben kann oder der halt auch einfach, ich habe dann ja auch 9 Jahre bei einer Plattenfirma gearbeitet und habe mich da irgendwie eingebracht. Und so, sich nützlich machen, das ist, wenn man Freiberufler ist, eben auch ein bisschen die Ansage. Das stimmt, ja. Ja, was ich auch sehr geil finde hier in dem Buch ist, es geht ja halt einfach um Worte an sich, also zum Beispiel Verben. Wenn man jetzt das Medium Sprache benutzt, dann ist es ja so, wir haben ja maximal ja so 3 Minuten Zeit und was wir ja eigentlich machen wollen, ist ein Gefühl erzeugen. Denn darum geht es ja letztendlich in der Kunst. Und es ist ja jetzt nicht so wie beim Roman, das heißt, das muss ja irgendwie zack, zack gehen und die Emotion muss auch da sein. Ja. Und das finde ich, das hat mir hier besonders gut gefallen. Ihr habt ja zum Beispiel Müdigkeit, Angst, Freude und Wut. Und was ihr dann macht, ihr nehmt Verben, die quasi das verkörpern. Wie zum Beispiel für Müdigkeit gähnen oder für Angst schlottern und für Freude jubeln und für Wut reinschlagen. Wenn man sich Zeit nimmt und einfach das gegenüberstellt, merkt man sofort, das eine catcht einen emotional und das andere ist einfach nur ein Begriff. Ja, wir haben gerade eben ja auch schon gesprochen über Statik und Dynamik. Und im Grunde kannst du sagen, Wut ist ein sehr statisches Wort. Aber reinschlagen ist Kopfkino. Ne? Also diese Bewegung, die ich hier gemacht habe, ob ich die gemacht hätte oder nicht, reinschlagen erzeugt, dass wir alle damit eine Körperlichkeit verbinden. Dass unser System, also manchmal hören wir ja auch Dinge und wir kriegen so ein Kribbeln in unseren Nervenzellen unter der Haut, weil wir kurz assoziieren in so einem Moment, dass wir eine reingeschlagen bekommen. Oder dass wir selbst so wütend sind, dass wir einem anderen eine reinschlagen würden. Und auf einmal springt unser System an dabei. Und das ist sinnliches Schreiben, das ist dynamisches Schreiben und das ist filmisches Schreiben. Ich gebe da ganz ehrlich zu, also dieses Kapitel stammt von Edith Jeske und diese Frau ist der Hammer. Also das wird in der Branche überhaupt nicht, das kann man gar nicht klar genug betonen, wie viel diese Frau über Songtexten weiß, wie die Menschen, die in diesem Business tätig sind, auf Spur gebracht hat. Ich weiß einen Bruchteil von dem, was sie weiß. Ich habe mich dann eben auf ein Genre konzentriert, in dem ich dann eben schwerpunktmäßig unterwegs bin. Aber diese handwerklichen Sachen und dieses tatsächlich methodische Schreiben, da ist sie wirklich unglaublich gut. Also die Credits für dieses Kapitel, die liegen ganz eindeutig bei ihr.
Ich finde das richtig spannend, weil ich habe mich natürlich mit Songwriting als Handwerk beschäftigt, klar. So, oder auch nicht klar, weil es gibt einfach Leute, die machen das nur aus dem Bauch raus und das funktioniert auch. Um ehrlich zu sein, die ersten 10 Jahre habe ich es nur aus dem Bauch raus gemacht, aber mir gar nicht bewusst, dass es wirklich ein System gibt. Wir alle. Das Ding ist aber, wenn du anfängst, das mal so unter die Lupe zu nehmen und das besser zu verstehen, gerade wenn du so eine Affinität für Worte hast. Die deutsche Sprache ist fantastisch, finde ich, was Lyrik und so angeht. Interessant ist aber mit dem italienischen Background, warum eigentlich jede Sprache mehr oder weniger auch ein bisschen einen eigenen Rhythmus hat. Und wenn du dann irgendwie so einen italienischen Song schreiben sollst und jemand hat aber eine Melodie drauf gemacht, die so mit englischen Fantasieworten ist, dann merkst du auf einmal erstmals, wow, das ist irgendwie schwerer, weil es ein anderer Wortfluss. Das ist auch sowas, da wollte ich dich auch gerne mal fragen. Wenn du jetzt einen Text schreibst und bekommst du dann nur die Melodie oder bekommst du schon so eine Art, so quasi, wo so Fantasieworte da sind? Es ist tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Also was ich selber nicht besonders gerne mag, ist, wenn ein Demo nur eine Klavierspur hat. Oder sowas. Okay. Oder nicht nur eine Klavierspur, sondern wenn die Melodie mit Klimperpiano gemacht wird, das finde ich eine Spur zu leblos. Da ist es mir lieber, wenn der Komponist und sei die Stimme noch so schwach, aber wenn der singt oder sowas, es lebt gleich ein bisschen mehr. Es geht überhaupt nicht um Schönheit, sondern es hilft der Sache tatsächlich. Aber grundsätzlich, also manchmal ist der Text zuerst da, manchmal ist die Melodie zuerst da und ganz, ganz oft ist eben tatsächlich die Zeile zuerst da. So wie wahrscheinlich sogar Lieber tausend als eine Nacht oder Sie sagte doch, sie liebt mich. Auf jeden Fall bei den Helene-Songs, Du fängst mich auf und lässt mich fliegen oder bei Fehlerfrei, da war zuallererst die Zeile da. Und dann, wer zuerst kommt, hat das Sagen. Also dann hat irgendwie meistens bei den Sachen der Komponist sich davon inspirieren lassen und hat eine Melodie mitgeliefert. Und wenn die dann tatsächlich schon so ein bisschen so ein Gibberish-Englisch mitliefert, dann ist das eigentlich ganz hilfreich. Also ich weiß noch so, bei Helene war es die erste Nummer, die ich für sie geschrieben habe, da sang dann irgendwie der Komponist, du fängst mich auf und lässt mich fliegen, when you know it's true, I can't believe I learned to fly, it's all because of you. So ungefähr ging das. Dann weißt du, wo die Reime sitzen, dann weißt du, wie der Flow ist und so weiter. Das ist halt total hilfreich. Das war sehr einfach, diesen Song oder andere Songs zu betexten. Also wenn du eine gute Komposition bekommst, dann hat die halt schon ein Gesicht, dass du sozusagen gefühlt nur noch mit Farben ausmalen musst. Ich habe mir das Habe Kerkeling-Album angehört. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass das unter den ganzen Songs und Hits und goldenen Platten, dass das irgendwie so was Besonderes ist. Einige Songs haben mich auch echt berührt, muss ich sagen. Zum Beispiel Glaub an dich, Der Weg nach Hause. Und so ging es mir aber insgesamt, habe ich dann auf einmal festgestellt, das war irgendwie anders. Daher habe ich so persönlich das Gefühl, es hat auch für dich wahrscheinlich irgendwie einen besonderen Stellenwert. Also letztlich ist für ihn zu schreiben und mit ihm zu arbeiten ein bisschen my wildest dream come true. Er ist auf vielerlei Ebene mein Hero, muss man tatsächlich sagen. Ich finde seine Komik absolut grandios. Ich finde, er ist der beste Humorist und Komiker, den wir hierzulande haben. Was ich an ihm so wahnsinnig mag, ist, dass er dann auch den Zeitpunkt gefunden hat, um echt zu werden. Also um zu zeigen, dass er mehr ist und mehr kann. Und dann haben wir natürlich auch HPs Vita mit einfließen lassen. Also Glaub an mich ist einfach der Song in seinem Buch Der Junge muss an die frische Luft, geht es ja auch ganz viel um seine Omas. Da ist eben sozusagen eine Hommage an seine Oma. Es hat sich nichts geändert an dem, was ich dir zu Lebzeiten schon mitgegeben habe, nämlich Junge, glaub an dich, du schaffst es. Und das hat seine Oma gemacht und deshalb war er da sehr, sehr gerührt von diesem Text. Was absolut faszinierend für mich ist, und du hast völlig recht, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Album so viel von mir selbst verpacken können. Es ist auch ein Liebeslied an meine Omas. Ich glaube, von diesen 14 Texten, die ich dafür geschrieben habe, hat HP bei 9 Songs meinen ersten Textentwurf gesungen. Also die hat er sich angeguckt, er hat die Probe gesungen und er hat sie so eingesungen, wie ich sie als ersten Vorschlag gemacht habe. Und ich denke die ganze Zeit, wann kommen denn jetzt hier eigentlich die Änderungswünsche? Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Wenn dann später alles auf einmal kommt und so weiter, schafft man das dann vom Timing und so weiter. Und dann sage ich zum Christian Geller, dem Produzenten,
wann kommen denn eure Änderungswünsche? Und er sagte, welche? Der Künstler ist begeistert. Geil. So, okay, alles klar. So, und bei ein paar Songs, drei, vier Songs oder sowas, wo habe ich dann selber noch was geändert. Einen Song hat HP dann selbst wirklich auch umgeschrieben und so weiter, was völlig in Ordnung war. Also es war eine absolut zauberhafte, komplett unkomplizierte Zusammenarbeit und es ist, glaube ich, eine meiner persönlichsten Arbeiten. Also wer sich für, ich sage einfach mal, auch den Menschen im Kleingedruckten interessiert und mich kennenlernen will, der sollte sich dieses Album anhören. Es ist so viel wert, wenn du auch einfach mal machen kannst. Also es ist natürlich ganz, ganz oft, kann ich bei meinen Künstlerinnen und Künstlern so gern, wie ich die habe, auch nicht einfach nur so machen. Entweder weil es ein übergeordnetes Konzept gibt, vielleicht auch irgendwie ein Album-Motto oder sonst irgendwas, wo man dann an die Persönlichkeit oder an die persönlichen eigenen Wünsche oder Befindlichkeiten in dem Moment auch gar nicht denkt, weil wenn du irgendwie, wenn in deiner, ich sage einfach mal, wenn in deiner Seele Winter ist und es soll aber ein Sommeralbum entstehen, dann fokussierst du dich natürlich auf das Thema. Das war halt hier in diesem Fall wirklich so, dass ich diese Songs gehört habe, davon sehr berührt war. Man wird nicht mit Künstlern automatisch privat, nur weil man mit ihnen schreibt. Wenn das geht, schön. Aber über die Kunst sich wirklich nahe zu kommen und über das Kreative, das ist etwas ganz Bewegendes. Und ich sage das auch immer, also wenn Leute fragen, kannst du denn auch für jemanden schreiben, den du nicht magst? Ich kann das probieren, aber wenn ich es probiert habe, ist es seltenst gut gegangen, sondern ich gehe so weit, dass ich sage, ich muss mich eigentlich ein bisschen in den Künstler oder die Künstlerin zumindest mal so für einen Nachmittag verlieben können. Im Sinne von, man will denen wirklich etwas Gutes tun, man will ihnen jetzt das schönste Lied ihrer Karriere schreiben, nicht nur das schönste, sondern auch das, was ihnen am meisten hilft in ihrer Karriere. Man will seinem Künstler oder seiner Künstlerin das Lied schreiben, mit dem sie das Stadion füllen können und mit dem ihre Fans wirklich richtig glücklich werden. Ich will, dass du wirklich auf der Bühne richtig strahlen, richtig gut aussehen kannst und dass es dir mit diesem Lied hier ganz lange extrem gut geht. Und drunter sollte man es nicht machen. Finde ich super. Wenn ich von etwas wirklich begeistert bin, und das kann ja alles Mögliche sein, das ist hier ohnehin ein genreübergreifendes Format. Und es geht gar nicht darum, welche Genre ist das, sondern wie berührt mich das? Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Und das ist das, was für mich auch Kunst ausmacht. Und da habe ich einfach die Offenheit, irgendwie mir erstmal alles anzuhören, zu gucken, was macht das mit mir. Bei jemand wie dir, der so über 1000 Songs geschrieben hat und hier überall sieht man ja hinten deine ganzen Awards. Natürlich könnte man über die Hitzen so sprechen, aber ich hatte einfach Bock, auf das einzugehen, was mich persönlich einfach getoucht hat. Finde ich super. Also was ich ganz gerne mache, so am Ende so einer Talkrunde, welche drei Tipps würdest du Newcomer geben? Schaffe dir Rituale. Also feste Schreibzeiten und so weiter. Das erfordert nämlich auch, dass man sich und auch seinen Körper, seine Kreativitätskurven und all das ein bisschen kennenlernt auf dem Wege. Also Rituale schaffen ist ganz, ganz wichtig. Finde raus, auch was du selbst nicht gut kannst. Denn das ist ein ganz häufig gemachter Fehler, dass man das Gefühl hat oder davon ausgeht, man muss das alles irgendwie alleine auf die Reihe kriegen. Muss man nicht. Es ist gut, wenn man weiß, was man vielleicht, wo man vielleicht nach anderen sucht, mit denen man auch in Austausch gehen kann. Und das ist im Grunde genommen das Dritte. Schaff dir ein Netzwerk. Also schaff dir Menschen, die dich feedbacken, die dich loben und aber auch kritisieren dürfen und denen du auch Lob und Kritik entgegenbringst. Also such dir Menschen, mit denen der Support stimmt und die dir gut tun. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war sehr, sehr schön. Fand ich auch. In diesem Sinne, mein Lieber, stay creative. Du auch, Toni.